Leute, stellt euch vor, es war eine finstere Nacht. Es hat geregnet, es hat gedonnert und geblitzt und ich war mit dem Auto unterwegs zu dieser späten Stunde. Und ich dachte mir einfach, ja, fast gechillt nach Hause, was kann schon Schlimmes passieren? Und dann, aus dem Nichts, sehe ich auf meiner Windschutzscheibe eine Spinne. Aber keine normale Spinne. Es war eine Spinne außerordentlicher Größe. Es war eine Spinne, die so riesig war, wie ihr noch nie eine Spinne in eurem Leben gesehen habt. Okay, vielleicht nicht so groß, aber die war sehr, sehr groß. Der kleine Chaosflo dachte sich einfach, oh, wie süß, eine Spinne an der Außenseite meiner Windschutzscheibe. Was kann die schon machen? Ja, dann habe ich so meine Scheibenwischer aktiviert. Und wisst ihr, was der kleine Chaosflo dann bemerkt hat? Dass die Spinne nicht außen war, sondern innen drin. Ich dachte mir nur so, ja, ich bin tot.